Die irischen Piloten der Fluggesellschaft Ryanair haben per Urabstimmung einen 24-stündigen Streik am 12. Juli beschlossen. Die irische Gewerkschaft IALPA erklärte, für die Arbeitsniederlegungen hätten 99% der Piloten gestimmt. Ryanair bedient ab Irland auch mehrere deutsche Flughäfen. Das irische Unternehmen hatte zuvor im zweiten Monat in Folge massive Flugausfälle beklagt. Wie schon im Mai hätten auch im Juni über 1.100 Flüge abgesagt werden müssen. Dies habe insgesamt 210.000 Passagiere betroffen. Als Gründe für die Absagen nannte Ryanair Personalmangel in Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie Fluglotsenstreiks an 4 Wochenenden.